fangen wir erstmal ganz gediegen an mit einem, Meme-Video. Und zwar sieht man, dass ein neues Video hochgeladen ist, das heißt, deutsche Memes, die ihre Eltern stolz machen. Wir gehen rein. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber wenn die Bänder von deinem Armband auf dein Herz hat, du hängst aus wie ein Cock. Was? Sieht aus wie ein was? Cock. Oh. Oh Gott. Bam, bam, zack, zack, yeah. Yo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram, Links in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Sieht man das? Da auch erstmal ein Stößchen. Ja, Stößchen. Let's go. Tun Sie selbst, um gesund zu bleiben? Oh, ich gehe ab und zu zum Sport und mittlerweile bin ich 50 und habe mir neulich einen Finger in den Arsch stecken lassen. Ist auch wichtig, das muss man immer zur Prostata-Vorsorgeuntersuchung. Gerade wichtig, ja, hat er recht, der Mann. Hast du schon mal... Elotrix wird exposed. Wir haben gedacht, lutschen. Oh Gott. Nein. Oh no. Hoffen wir mal, dass das richtig ist. Komm, Schocki, Schocki, Schocki. Elotrix, haben wir deine Gedanken wieder enttarnt. Ein Engländer auf die berühmte... Die berühmte Berliner Freundlichkeit. Berliner Freundlichkeit trifft. Spider-Man! Meine Fresse, ey! Ich während jeder Klausur. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Niederlanden. Ich in der Aufsfrage in Geografie. Kann ich dir die Hauptstadt nicht aufzählen? Soll ich dir sagen, warum ich sie dir nicht aufzählen kann? Weil es mich nicht interessiert. Es interessiert mich einfach nicht, welche Hauptstadt in irgendeinem Scheißland ist. Es interessiert mich nicht. Ich finde das voll spannend. Ich interessiere mich tatsächlich sehr für Geografie. Einfach der Bruder von Trimax. Derjenige könnte sicher länger mit seinem Geld auskommen, wenn er es nicht für Drogen und Online-Spiele ausgeben würde. Für Drogen? Digga, eins von beiden ist schon schlimm genug. Online-Spiele und Drogen zusammen, das ist Game Over, Alter. Also ist beides schon reingeschissen, aber beides zusammen, oh mein Gott. Dann ist wirklich vorbei, Alter, dann ist wirklich vorbei. Ich habe mir in einer App auf meinem Handy Diamanten gekauft. Das ist eine Ingame-Währung, mit der kann man da halt bestimmte Dinge bezahlen, zum Beispiel den VIP-Status. Wie viel Geld hast du dafür ausgegeben? Zu viel. Wie viel Geld hast du dafür ausgegeben? Zu viel. Sag doch mal. Wie viel Geld hast du dafür ausgegeben? Jedes Mal, wenn der Drang, irgendwas zu zerstören. Oh Gott, ich muss irgendwas gegen boxen. Ich muss irgendwas tun, Digga. Ich muss meinen Controller holen zum Werfen. Ich muss irgendwas holen. Wie viele Schafe gibt es in Neuseeland? Wie viele Schafe gibt es in Neuseeland? Okay. IQ im negativen Bereich. Also wie viele Schafe gibt es in Neuseeland? Ja, woher soll man das wissen? Das ist ja eine Schätzfrage, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie viele Einwohner Neuseeland hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in Neuseeland auf jeden Fall, keine Ahnung, über 10 Millionen Schafe, Minimum. Also ich würde sagen, schon so mindestens 10 Millionen Schafe in Neuseeland. Die haben sehr viele grüne Wiesen, da kann man schön grasen. Vielleicht auch mehr, aber ich denke so 10 Millionen. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Schafe leben in Neuseeland. Ist Neuseeland bekannt für Schafe? Na, ich sag mal 10 Millionen. Na, gib mir 30. 30? Was? Schäfe, Mäfe. 30 Schäfe, Mäfe. 30 Stück? Ja. Yeah. Oder sagst du eine Zahl? Nein, 30. Ja, 30 was? 1000, Millionen? Ach so, ist es ein Land? Die ist aber krass. Muss ich sagen, die ist aber krass. Ich habe einen halben Liter Bier getrunken und ich bin ein bisschen tipsy. Das hört sich nach ihrem ersten Bier. Die ist mir irgendwie sympathisch. Die ist ja wirklich sehr intelligent. Ein bisschen, man merkt, da oben sind Tirolitity im Kopf. Schwarzfahren durchgespielt. Was macht ihr doch, Mann? 30! 30 Schafe Marfe! Sehr gefährlich, macht das nicht. Train Surfing oder wie es heißt. Sehr gefährlich. Ich sag euch so, macht das nicht. Ihr seid einfach alle komplette Opfer. Ihr sitzt vorm PC und weiß ich nicht, was ihr hier macht. Als ob ihr auf dem Zug surfen würdet. Mit wem rede ich hier?
Mit wem rede ich hier? Werde ich gerade live gestreamt in irgendeine Rekrutenausbildungsstätte? Nee. Digga, ihr sitzt eh nur vom PC rum, ihr faulen Schweine. Oh, Corona, ja, ihr sitzt zu Hause rum. Guckt euch Streams an. Was laber ich euch eigentlich zu? Macht das nicht, als ob irgendeiner von euch so eine Scheiße machen würde. Ihr seid doch hängen geblieben. Ihr doch tatsächlich gerne ansehen. Und ich hab ja sogar ein Plätzchen. Schau den Livestream gerade auf dem Zug. Sir Squarks Ehrenmann. Wenn es in der WhatsApp-Gruppe Stress gibt. In der ersten Reihe. Oh, ich hab schon lange kein Toilettenwasser mehr getrunken. Andere Streamer, Gaming, Just Chatting, Ivanio. Das ist schon ziemlich lange her. Boah, aber die Toilette ist sehr sauber. Man sagt ja auch, Toilettenwasser soll eigentlich sehr gesund sein. Uiuiui. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich hier jetzt die Schlücke trinke, ne? Aber ich bin mal gespannt, so ein bisschen. Digga, er trinkt das wirklich? Nein, oder? Er hat es auch in mein Regenbogenglas, hat er das Toilettenwasser reingemacht. Er hat es nicht auch wirklich getrunken, oder? Toilettenwasser? So, hm? Oh, Junge, hat schon was. Also der Geruch hat schon was, ne? Digga, was soll passieren? Soll ich sterben, oder was? Digga, ich weiß nicht, was ich zu dem Jungen sagen soll. Der ist kaputt. Deswegen hat er auch mein Regenbogenglas in die Toilette gehalten. Der macht sich über seine Handlung, macht er sich gar keine Gedanken über seine Konsequenzen, weil er selber aus Toilettenwasser trinkt. Bah, ich muss kotzen, Alter. Hä? Schmeckt gar nicht mal so schlecht, also ehrlich. Digga, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist nicht gecuttet, Leute. Das ist im Stream passiert. Das ist nicht gecuttet. Das ist kein Fake. Glaubt mir, das ist kein Fake. Ivanio ist wirklich so krank. Der ist wirklich einfach nur ekelhaft und krank. Der frisst vom Boden alles. Der wirft Pizza auf den Boden und frisst dann vom Boden die Pizza weiter. Das kann man auch voll trinken, Digga. Oh mein Gott, das geht ja voll klar. Das ist ein Trickshot. Durch die Rutsche, durch, auf den Balken. Ja. Hater würden sagen, das ist Fake. Ja, Mann. Let's go. Let's go. Ist das nicht Fake? Das ist echt. Digga! Wenn Corona vorbei ist und ich mein Homeoffice verlassen muss. Knossi, einfach bester Mann, macht ein halbes Jahr irgendeine TV-Show, dann ist schon wieder, macht er so Abschied, als ob der 30 Jahre da gearbeitet hätte. So als ob er TV total, als ob er so 40 Jahre wie Stefan Raab irgendwie im Fernsehen gesessen hätte. Ach Knossi, ich küsse deine Augen. Knossi, bist ein Guter. Knossi, bist einfach ein Guter. Einer Lehrer auf der Abschlussfeier nach seinem ersten Radler. Ach Dix, ist das dieser Politiker aus CSU, ja? Ich finde so Politiker und Lehrer sind so zwei Menschen, die kann ich mir nicht im privaten Leben vorstellen. Wenn du so einen Politiker siehst, so Angela Merkel oder so ein Söder oder irgendwas, du siehst solche Politiker irgendwie im Bundestag mit so Anzug und die reden da über irgendeinen Scheiß, kannst dir gar nicht vorstellen, dass die ein Privatleben haben. Dass sie sich nach Hause gehen, dann gucken die Fernsehen oder gehen einen Ausflug machen oder gehen einkaufen oder so, kann man sich gar nicht vorstellen. Und auch bei Lehrern kann ich mir das nicht vorstellen. Lehrer gehen nach Hause und haben dann ein normales Leben oder was? Konnte ich mir nie vorstellen. POV, du bist 7 und musst danach ins Bett. Ich hab doch so eine Scheiße nicht geguckt. Ich bin ein Rentner. Als ich 7 war, da gab's nicht mal Fernsehen. Da gab's Schwarz-Weiß-Fernsehen. Als ich 7 war, da musste ich 4 Kilometer durch den Schnee zur Grundschule laufen. Im Sommer. Bonsoir, guten Abend, herzlich willkommen. Also wenn meine Mutter mir Kika angemacht hätte, wenn ich 7 gewesen wäre, ich hätte den Fernseher aus der Wohnung geschmissen. Zum Zirkus Baumhausina. Ich wollte schon testen, ihr habt recht, ich bin 18. Ja, ich bin 18 Jahre alt, aber ich wollte nur testen, ob ihr denkt vielleicht, weißt du, weil ich so weise und reif für Ausstrahlung habe. Vielleicht denkt ihr manchmal, ich bin schon älter. Ja, aber ihr habt mich erwischt, ich bin 18. Aber ich mache gerade meinen Führerschein, bald. Bin ich wie ein richtiger Erwachsener. Kann wieder Auto fahren mit meinem Tesla. Du kannst dir das nicht so sagen, Bruder. Frauenpsychologe für Ziegen. Ja, kannst du nicht, Bruder. Du brauchst mich so anzugucken, Bruder. Ja, Bruder, Alter. Was willst du machen? Bruder, Weiber sind so, weißt du? Weiber sind einfach so. Wenn ich irgendwann ein Grundstück habe mit viel Platz und viel Grünfläche und so und am Wald, dann möchte ich mir auch eine Ziege holen. Adoptieren, eine Ziege adoptieren. Und dann möchte ich eine Ziege streicheln. Haben männliche und weibliche Ziegen beide so Hörner? Haben weibliche Ziegen Hörner? Wussten Sie schon, dass auch weibliche Ziegen Hörner haben können? Nur Böcke tragen Hörner, das denken vielleicht auch einige von Ihnen. Denn Ziegen sind Hornträger, das gilt für die weiblichen Geißen, wie auch für die männlichen Böcke. Aha, aha, ja, das ist natürlich nicht so gut. Ich hätte sonst gesagt, hol ich mir eine weibliche Ziege, dann hat die wenigstens keine Hörner. Wenn die mit den Hunden spielt, soll die halt nicht aufspießen, wisst ihr? Bruder, Alter, Hund! Jungs, chillt mal, Alter, komm zu mir, Alter.
In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Wieder schauen und reingehauen.